Aber es klingt zumindest so, weil es ist ja die ganze Zeit so ein... Ja, super, und jetzt? Wachst mal hier drüber! Wollt ihr mich jetzt verkohlen? Ich hänge hier mitten über so... im Abgrund. Und ihr lasst mich einfach hängen? Im wahrsten Sinne des Wortes, ich muss gerade mal kurz husten. Momentchen. So. Ja, und jetzt? Einfach mal. Ich komme da nicht hin. Auch da komme ich nicht hin. Ach, hier, hier, hier. Ja, da war ein kleiner Spalt. Ach nee, wie cool. Jetzt hänge ich hier dran. Und was bringt mir das? Ich meine, ich komme da jetzt nicht hin. Ah, ich bin gesprungen. Ach, das war gar nicht mal... Hältst du dich? Ach Mensch, eine Dreiviertelstunde habe ich es geschafft, ohne solche Szenen und dann gleich zweimal hintereinander. Das ist groß, groß. Ganz groß. So. Tack, 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 tack. Nehmen wir nochmal ein bisschen die Pflanzen mit. Vielleicht hat da drüben ja noch irgendwas gefehlt. Wobei, eigentlich hätte es sich ja jetzt auf das Nötigste reduzieren müssen da, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber schaden kann es ja nicht. So, hier drüben gibt es dann nichts mehr, ne? Das sah hier aber vorhin anders aus. Hä? Hallo? Pflanzen? Tut doch mal Dinge. Die verschwinden einfach wieder. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin hier fleißig am Gießen, aber da vorne komme ich wieder nicht weiter. Guck, schon wieder weg. Ich rall's nicht, Leute. Das Spiel will mich verkohlen. Ganz klar. Und ich darf nicht springen, weil sonst fällt er ja runter. Ich könnte auch einfach versuchen, da unten zu landen. Wow! Ja, das... entschuldigt meine Blindheit und... Ja. Ist mir jetzt ja schon ein bisschen peinlich, ne? Nehmen wir halt dabei mal das da zur Ablenkung. Die Ranko überwucherten langsam das Königreich. Der König konnte sie nicht aufhalten. So entschied er sich, etwas zu schaffen, das es konnte. Er mischte Farbverdünner, Bosheit und Schnodder zusammen. Und schon bald entstand der Entwurf einer grauenvollen Kreatur. Doch erst als das Ding die Tentakel ausfuhr und mit den Kiefern schnappte, begriff der König, was er getan hatte. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er Angst. Warum habe ich das Gefühl, dass wir das Ding treffen werden? Ernsthaft, was ist das da überhaupt? Und wie komme ich jetzt weiter? Hier so? Hä? Sag mir das mal einer. Ich glaube, ich springe da einfach mal gegen, oder? Nee, das... Aber... vielleicht gibt es hier ja irgendwo eine Leiter? Weil ansonsten bin ich jetzt ziemlich
Am Pobo. Nein. Hä? Hä? Wo bin ich? Ach, ich bin da. Nein, nein, er kann da doch hochklettern. Er kann hier hochklettern. Alles klar. Okay, er kann auch hier dran klettern. Das ist gut zu wissen. Gut, dann hat sich das Problem erstmal größtenteils ein bisschen erledigt. Ja, und was mache ich jetzt hier? Ich komme da nie im Leben. Ich komme nie im Leben bis darüber. Aufheben des Schlauchs. Kann ich jetzt. Jetzt krieg ich den Ballon. Yes! Weiß nicht, vielleicht bringt's mir ja was, wenn ich hier ein bisschen. Nee, die verschwinden. Ah, aber hier geht eins hoch. Ich finde das. Ah! Ich kann die Sachen kaputt machen. Guck mal, guck mal, guck mal. Ah! Entschuldigung. Was soll ich denn machen? Weil ich möchte gern darüber. So, das wäre jetzt irgendwie so mein Plan gewesen. Habe ich das jetzt immer? Hm. Okay, das geht vielleicht irgendwie. Das wird ja irgendwie Sinn haben, dass ich das jetzt hab. Ja. Theoretisch könnten die jetzt hieran überwachsen. Alter, mein Controller vibriert gerade so hart. Ja, los, los, los. Los. Piu! Weg mit euch. Ja. Oh Gott, oh Gott. Oh. Jetzt juckt meine Hand langsam. Miau. So, jetzt ist gut. Das müsste reichen. Och nein. Och, der Schmor. Schade. Okay, okay. Alles gut. Alles gut. Kann ich hier irgendwo noch? Nee, nee. Traue ich mich nicht. Ich traue mich einfach nicht. Ah! Lass los. Lass los. Da will ich rein. Das nehme ich mal. Das besser ich direkt mal hinter uns her. Wer weiß, ob wir das nicht noch brauchen. Morgenstern? Hilfe? Teil 6 der Glockenturm. Halbfertig wie sie war, verschlang die Kreatur mit Leichtigkeit alle Soldaten des Königs, den halben Zoo und drei Gewächshäuser. Nur mit Hilfe seines zahmen Nilpferds gelang es dem König, sie in das Meer zu drängen. Und obwohl das Wasser jahrelang schwarz blieb, wurde die Kreatur nie mehr an Land gesehen. Hm. Erbsen? Erbsenbraten. Okay, ich habe hier auf jeden Fall Pflanzen. Das heißt, es könnte. Ach, schau. Schau. Schau, schau, Schoschonen. Ich komme da nicht hin. Alles grün, alles grün, 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 grün. Alles grün, alles grün, alles grün, grün, grün. Alles grün, alles grün, alles grün, grün, grün. Grün, 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 grün. Grün, 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 grün. Jetzt komme ich da aber ran. Los. Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Falsche Richtung? Ah. Plonk. Okay. Ich hoffe mal, ich komme da hin. Komme ich da hin? Haha. Wo bin ich? Hallo? Da bin ich raus. Ja, ja, jetzt doch. Geht doch alles.
Mit Geduld und Spucke fängt man eine Mucke. Auch total blöder Spruch eigentlich. Hat meine Mutter irgendwie immer gesagt. Los. Los. Wachst mich da irgendwie hoch. Das dürfte reichen. Oh, wie schön das aussieht, wie das vor uns noch alles rumkreucht und fleucht. So. Gut, gut. Innerhalb kurzer Zeit waren alle Untertanen des Königs fortgegangen. Außer dem Riesen, der sehr treu und sehr faul war. Natürlich. Weil er so faul ist, geht er natürlich nicht weg. Nicht, weil er treu wäre oder so. Das ist pure Faulheit einfach. Ich kenne das, ich kenne das. Oh! Schwan! Hi! Ja, das war mir wieder so klar einfach. Ich habe das Gefühl, wir müssen dann gleich auf das Luftschiff. Aber erstmal. Okay, das können wir scheinbar nicht benutzen. Kann ich mal. Nee, ich versuch's nie wieder, ich schwör's. Ich will aber. Da drüben den blöden Ballon. Nee. Na gut, dann. Und hepp. Monroe winkte dem Riesen zu und setzte die Segel. Aber wie schnell er auch flog, er konnte den Schwan nie ganz erreichen. Und nicht zum ersten Mal hatte Monroe das Gefühl, irgendwo hingeführt zu werden. Dann flogen sie in eine Wolke und alles wurde schwarz. Ob das jetzt so gut ist? Ich will dieses Monster nicht treffen. Echt nicht. Eine Trophäe, Kletterer. Kapitel 3, bei Nacht, der Wald. Na los. Direkt auch noch. Ich nehme noch keine Stunde auf. Da geht doch was. Da Monroe geht doch was. Monroe segelte im Dunkel der Stimme des Schwans hinterher. Er sah gar nichts. Keine Sterne, keinen Schwan und sicher nicht den Baum, in dem er hängen blieb. Als die Wolken sich auflösten, war der Schwan fort und Monroe allein inmitten eines riesigen Waldes. Da er keine andere Wahl hatte, sprang er runter. Oh yes. Ich hab... Ja, jetzt schießen wir natürlich wieder schwarzes Zeug. Das ist doch albern. Was ist das? Wo bin ich? Spinne! Ist das jetzt wieder so eine Finte? Falle ich jetzt wieder gleich runter? Oh, Dengel. Cool, könnte es heller machen. Aber ändert das die Farbe, wenn ich da länger gegen schieße? Nee, schaut nicht so aus. Ach, guck mal. Schwanspuren. Da hinten ist noch so ein... Ich hab Angst vor der Spinne. Ganz dolle. Angst. Hallo? Triff doch mal! So, und jetzt? Ach. Ich da nicht gerade... Mach hin. Okay, Schwanspuren gehen hier lang. Durch einen Baumstamm einholen. Na? Habt ihr das gehört? Oh Gott. Ich glaube, wir sind auf der Insel gestrandet, wo der Typ seine Sache da... Hier will ich nicht runterfallen. Bitte lass mich hier nicht runterfallen. Okay. Ich mach Licht und dann geht ihr weg. Hehe.
schaut ihr. Was ist das da? Ich komme da bestimmt nicht hin, oder? Muss ich hier lang? Aber das ist doch gerade die Sp- Ach nee, okay, okay. Ich darf nicht ins Dunkel, weil dann kriege ich scheinbar Schaden. Ich nehme den Ballon mit. Triff das, los! Triff!